Ich möchte ein bisschen darüber reden, worum es geht, worum es eigentlich geht. Und aus der Perspektive, die wir seit 2009 gewonnen haben zu diesem Thema. Ich wollte eigentlich kein Katterbuch schreiben. Wie Gerd sagte, das Buch kam dann 2009 raus. Aber wir fanden es so exciting, was man erreichen kann, wenn man sich ein bisschen anders verhält. Wenn wir uns ein bisschen anders managen, kann man tolle Sachen erreichen. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben. Nicht, weil wir ein Lean-Buch schreiben wollten oder noch ein Toyota-Buch auf den großen Haufen von Toyota-Büchern zu legen, sondern wirklich, es ist eine tolle Sache, was man erreichen kann. Und dadurch ist das Thema auch vielleicht nicht für jeden oder nicht für jedes Unternehmen. Es ist wirklich ein Thema, womit man Sachen erreichen kann, die man sich im Moment noch nicht vorstellen kann. Wie können wir unsere Organisation gegenüber anderen Organisationen differenzieren? Wäre es nicht toll, wenn wir das für den Kunden machen könnten? Können wir uns heute noch nicht vorstellen? Dafür ist die Kata oder Kata üben, sagen wir mal, da. Und das andere Schöne an dem Kata-Thema, finde ich, ist, dass es ein neues Thema ist, so wie Gerd erwähnt hat. Es ist ein offenes Thema. Sie können das Thema nehmen und nachdem Sie ein bisschen geübt haben, die Basisroutinen geübt haben, wir haben auch nur Basisroutinen, wir sagen auf Englisch Starter Kata, ganz bewusst, das ist nur für den Anfang. Wenn Sie diese Basisroutinen geübt haben, können Sie in die Richtung gehen, wie Sie wollen. Sie können das, was wir heute zeigen, nehmen und in Ihre Organisation so verwenden, wie Sie wollen und so weiterentwickeln, wie Sie wollen. Ja? Und wenn Sie Berater sind, können Sie auch was draus machen, wenn Sie möchten. Also das finde ich toll, denn davor habe ich mich sehr mit Toyota beschäftigt. Und das hieß immer, über den Zaun gucken, was macht Toyota? Und Leute fragten mich, hey, was macht Toyota? Sie kennen Toyota, erzählen Sie uns mal, was machen die? Und das war irgendwie eine schöne Beziehung, ja, Sie wollen wissen, was Toyota macht, ich weiß, was Toyota macht. Und dann, aber das war mir dieses Kopieren. Und wir kopieren dadurch die Lösungen von einem anderen Unternehmen und wir kopieren irgendwas, was ein lang bestehendes Unternehmen macht. Und Kata ist anders. Sie können Basisroutinen des wissenschaftlichen Denkens üben und dann können Sie daraus machen, was Sie machen möchten. Sie können in Richtungen gehen, in denen Sie gehen möchten. So, hier soll es einen Klicker geben. Andrea, werden die Folien dann freigestellt für die Teilnehmer oder wie ist das? In der Videoaufnahme. Ach so, können wir die Folien auch schicken dann oder wie? Wir werden sie einblenden in die Videos. Ja, ich meine, wenn die Leute die Folien haben möchten. Dann müssen wir mit den Referenten sprechen, ob wir das dürfen. Okay, ja klar, ne? Die PowerPoints können Sie gerne haben, auch als PowerPoint, dann können Sie sie ändern. Vielleicht haben Sie andere Terminologie oder so bei Ihnen. Die erste Folien haben zu viele Wörter drin, aber da gehe ich mal schnell durch. Also die erste Frage, die ich einfach ansprechen möchte, hier in diese kurze halbe Stunde, was macht denn, achso, die Folien sind auf Englisch, die Zeit zum Übersetzen war nicht da, aber ich spreche dann Deutsch. Was macht Toyota? Ja, wir haben Toyota studiert zwischen 2004 und 2009 und wir hatten diese zwei Forschungsfragen. Was sind denn diese unsichtbaren Routinen im Management bei Toyota, die zu deren Erfolg führen, diesen dauerhaften Erfolg? Wir haben Toyota verfolgt, wir finden die Firma interessant, weil sie über Jahrzehnte Erfolg hat, nicht so, sondern so. Mit einem Ausnahmejahr 60 Jahre Gewinn, 60 Jahre Profit. Ja, das ist doch irgendwie interessant. Was machen die denn im Management, was wir nicht sehen? Das war die erste Frage. Und die zweite Forschungsfrage ist, wie können andere Firmen ähnliche Routinen und Denkweisen in ihre Organisation entwickeln? Diese zweite Frage ist eigentlich die schwierigere Frage und das ist die Frage, die uns seitdem beschäftigt. Also Toyota interessiert mich ehrlich gesagt immer weniger und immer mehr interessiert mich, was wollen Sie tun, wie kriegen Sie das hin mit Ihrer gesamten Belegschaft, mit with all your people. Und was haben wir gelernt? Mal ganz schnell zusammengefasst. Nummer eins, wir sprechen immer von Lean, wir sprechen von Effizienz. Toyota hat Routinen der Führung und Leadership, wodurch sie eine, jetzt Entrepreneurial Spirit, mein Team hier, mein Dolmetscher-Team, Unternehmergeist, Unternehmertum, genau, sie können irgendwie langfristig diesen unternehmerischen Geist in dem Unternehmen am Leben halten.
Viele Firmen fangen so an, werden aber erfolgreich und dann ist es mehr so ein Status Quo-Denken. Wir müssen den Status Quo, unsere Cash-Cow-Produkte erhalten und so weiter. Irgendwie schafft es Toyota, diesen Lebenszyklus zu überbrücken und unternehmerisch zu bleiben. Und zwar in der ganzen Organisation. Sie erwarten jetzt vielleicht Lean, Sie erwarten jetzt Effizienz, aber das ist ein bisschen was anderes. Ja? Wie halten wir diesen unternehmerischen Geist am Leben in unserer Organisation? Und der Punkt ist, Sie zielen auf langfristige Überleben, langfristig zu überleben als Organisation. Wie können wir langfristig über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte als Organisation überleben? Das ist im Grunde genommen das Ziel bei Toyota. Also dafür müssen wir jetzt erstmal diesen unternehmerischen Geist haben und den müssen wir irgendwie am Leben halten. Hier hat ein Forscher von Harvard gesagt, Toyota sieht sich immer als grüne Tomate, nie als rote Tomate. Ich glaube, das sagt es irgendwie ganz gut aus. Wir sind immer eine grüne Tomate, wir sind nie fertig, wir sind nie reif. Das ist gefährlich für Toyota, davor haben die Angst. Zweiter Punkt dann, wie können wir langfristig gesehen unser Überleben sichern? Wie machen wir das? Ja? Es ist eine sehr konservative Firma. Das überrascht viele Leute. Es ist eine sehr hierarchiegetriebene, fast wie die Militär, die Firma. Manche denken, Toyota, da ist es sehr offen und es ist eine sehr flache Organisation. Es stimmt überhaupt nicht. Die haben mehrere Ebenen und es ist sehr strukturiert. Ja? Aber was sie nicht tun, ist Command and Control. Also die traditionelle Management Art, jetzt mein Team, Command and Control. Kommandieren, kontrollieren, ist das ein Begriff, Command and Control? Das heißt, der Manager sagt, was zu tun ist und die Mitarbeiter haben die Aufgabe, das zu tun. Ja? Eine eher traditionelle Management Art und Weise. Das machen die nicht. Die Führungskräfte bei Toyota, the Senior Management, die wollen nicht, dass die Manager die Probleme lösen, sondern vielmehr, dass die Manager den Mitarbeiter beibringen, wie man Probleme löst, beziehungsweise wie man Lösungen entwickelt. Als Manager ist es nicht gefragt, dass du die Probleme für deine Leute löst, sondern dass du deine Leute als Problemlöser entwickelst. Und die sehen, aber das machen die nicht aus Spaß. Im Moment ist auch ein bisschen so eine Welle, develop your people, capability development. Aber das macht Toyota nicht aus Spaß oder weil sie nett sind oder ja, komm, wir wollen ja alle zusammen People entwickeln, das ist nice, sondern sie zielen auf Überleben als Organisation. Sie haben ganz knallharte Ziele, sie sehen aber die einzige Chance darin, diese knallharte Ziele zu erreichen, darin, dass sie die Köpfe von allen Mitarbeitern verwenden. Und das meinte ich auch, wenn ich sagte, diese Cutter-Vorgehensweise ist nicht für alle. Es gibt Ziele, die man mit Command and Control erreichen kann. Es gibt durchaus Ziele, wo wir sagen können, ich als Manager sage Ihnen, was Sie zu tun haben und Sie tragen das aus, Sie machen das und wir erreichen unser Ziel. Das ist aber nicht, was Toyota anpeilt. Toyota peilt Ziele an, die man so nicht erreichen kann. Wie können wir uns gegenüber anderen Organisationen differenzieren? Was Toyota dabei macht, ist sie, counteracting. Ja, sie führen im Management Gegenmaßnahmen gegen Barrikaden zum Erfolg ein. Also was sind die Barrikaden zu unserem Erfolg? Was sind die Barrikaden für unseres langfristiges Überleben? Das heißt, sie zielen gegen diese Tendenzen von unserem Gehirn, wir haben Tendenzen in unserem Gehirn, die den Erfolg untergraben, ja? Das blockiert den Erfolg. Wir bevorziehen einen Status Quo, ja? Ganz automatisch, nicht weil wir schlecht sind, das Gehirn funktioniert so. Wir springen sehr schnell auf Lösungen oder wir meinen zu wissen, was ist, wenn es noch nicht so ist. Ja? Und was Toyota im Management macht, ist gegen diese Gehirntendenzen zu steuern, weil sie den Erfolg blockieren. Das ist im Grunde genommen, was Toyota macht. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt Lean erwarten, wo wir über Effizienz und Zellen und Kanban und so weiter sprechen, das sind alles nur Erscheinungen für
eine solche Denkweise, für eine solche, ein solches Ziel. Dritter Punkt, um diese Tendenzen unseres Gehirns entgegenzuwirken, lehren die Manager wissenschaftliches Denken. Ein praktisches wissenschaftliches Denken, nicht wissenschaftliches Denken wie im Labor. Ja? Und das ist eine Metafähigkeit, das ist eine inhaltsneutrale Fähigkeit, die man an jegliches Ziel verwenden kann, für jegliches Ziel verwenden kann. Es ist sehr effektiv für herausfordernde Ziele, ob klein oder groß. Herausfordernde Ziele heißt Ziele, wo man nicht weiß, wie wir da hinkommen. Das kann was Großes sein, das kann was Kleines sein. Wie schaffen wir es, dass diese Zelle mit 3 statt 4 Personen fahren kann? Oh, das wissen wir noch nicht, sonst würden wir es ja einfach implementieren. Das ist eine Herausforderung. Das bedarf ein gewisses Experimentieren. Und dieses wissenschaftliche Denken, dieses praktische wissenschaftliche Denken, ist nützlich für Empowerment. Mein Team, Befähigung, Empowerment, die Mitarbeiter machen nicht nur die Arbeit, sondern sind eingeschaltet. Wir hatten viele Experimente mit Empowerment in den USA in den 90er Jahren und die gingen alle schief. Ja, man hat gesagt, so, Sie sind selbstbestimmende Mitarbeitergruppe, machen Sie mal. Und das lief dann in sehr viele verschiedene Richtungen und letztendlich verlief es. Ja. Wenn man die Leute mehr selbstbestimmend haben möchte, dass sie dort, wo die Arbeit stattfindet, sehr schnell reagieren und navigieren, dann muss man ihnen auch das Navigieren beibringen. Dann muss man ihnen auch zeigen, wie sollen sie handeln, wie können sie wissenschaftlich handeln vor Ort. Und der vierte Punkt aus der Forschung über Toyota, das tägliche Tun und das Üben sind vereint bei Toyota. Das heißt, sie arbeiten an tatsächlichen Zielen und sie benutzen diese Ziele zu üben. Es ist nicht so, dass man irgendwie weg von der Arbeit übt und dann das Geübte anwendet. Täglich in der Arbeit wird geübt. Das heißt natürlich, dass der Manager dann der Coach ist, muss sein. Ja? Eine Lean-Person kann ja nicht überall auf einmal sein. Aber es ist ziemlich genial zu sagen, wir benutzen unsere kundenorientierte Ziele als den Übungsplatz für die Denkweisen, die wir haben möchten. So, Misinterpretations. Team? Missverständnisse? Fehlinterpretation. Ja, von der Vergangenheit in der Lean-Welt. Hier sind nur 2, es gab viele. Hier sind nur 2. Übrigens, ich hatte diese gleiche Gedanken, das ist jetzt eine Kritik an mich selbst. Wir haben versucht, Toyotas sichtbare Lösungen zu kopieren, anstatt wie Toyota Lösungen entwickelt. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Und das Zweite ist, was wir falsch verstanden haben, ich finde den Satz auf Englisch sehr gut. You can't cut your way to greatness. Über Effizienz kommen Sie nicht zu Greatness. Greatness zu? Genau. Effizienz ist wichtig. Aber wir haben falsch verstanden, Toyota macht nicht immer Verschwendung eliminieren. Das heißt, Verschwendung eliminieren ist eher ein Outcome, ein Ergebnis von anderen Sachen, das die anpeilen. Zum Beispiel, hier, das ist jetzt nicht Toyota, das ist ein Krankenhaus in den USA. Sehen Sie hier oben auf dem Learner Storyboard Challenge, 100% of call lights will be responded to within 4 minutes. Und dann gibt es noch einen Termin. Wenn Sie im Krankenhaus sind und der Patient ruft, ja, und keiner kommt, waren Sie schon mal im Krankenhaus, das bimmelt, bing, 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 aber keiner kommt, die Krankenschwester kann nicht, irgendjemand, der Arzt kann nicht kommen. Und jetzt haben Sie als Ziel, innerhalb von 4 Minuten der Ruf immer beantwortet. Ja. Wie kommen Sie dahin? I don't know, das ist eine Herausforderung, ja. Wir müssen experimentieren. Und wenn Sie da sind, dass alle Patientenrufe innerhalb von 4 Minuten beantwortet werden, dann können Sie zurückschauen und sagen, boah, guck mal, wie viel Verschwendung wir eliminiert haben, um an die 4 Minuten zu kommen. Der Punkt ist, Sie wollten 4 Minuten erreichen. Sie hatten ein herausforderndes Ziel und das herausfordernde Ziel war nicht einfach oder automatisch Effizienz. Die Effizienz entsteht daraus, dass Sie Ziele verfolgen. Das war also, wie gesagt, eine Lessons learned for uns. Kennen Sie dieses Spiel? Whack-a-mole heißt es auch. Ja? Also wenn wir Verschwendung suchen, dann machen wir nur dieses Spiel, anstatt gestrebt
an irgendwas anzupeilen. Wir haben ein Muster gefunden bei Toyota. Das ist ein Modell von einem Forscher, der sagt, Toyota benimmt sich in etwa so, sie verhalten sich in etwa so. Über dieses Muster, die Verbesserungskarte, werden Sie vieles hören heute. Es gibt auch andere Modelle. Es gibt eine große Richtung, ja, eine Challenge. Dann, wo sind wir heute? Wo wollen wir als nächstes sein in Richtung dieses großen Ziel? Und dann machen wir Experimente, um von dort, wo wir jetzt sind, zum nächsten Zielzustand hinzukommen. Und ein paar Punkte ist, Sie können diese große Herausforderung nicht sofort erreichen. Das ist normal. Deswegen hat man diese Zwischenziele oder diese Zielzustände. Der Weg ist nicht gerade. Manchmal geht es auch zurück. Ja, das ist auch normal. Übrigens, das Ziel ist nicht optional, aber der Weg ist optional. Ja. Und drittens, um von hier nach hier zu kommen, experimentiert man und dadurch wird es wissenschaftlich. Ein anderes Muster, das wir gefunden haben, ist, wie die Toyota-Manager das überhaupt lehren. Wie lehren sie dieses Muster in der täglichen Arbeit? Und da gibt es eine Coaching-Kata. Das ist sehr ähnlich wie in Sport, wie hier gezeigt, oder Musik. Der Coach oder der Lehrer guckt zu, während der Lerner übt und korrigiert die Fehler. Und zwar ziemlich schnell. Denn wenn der Lerner hier allzu lange fehlerhaft handelt, dann wird das die neue Gewohnheit und dann ereignet man sich die falsche Gewohnheit an. Ja. Also Coaching-Kata ist die Art und Weise, wie der Manager die Verbesserungskarte oder dieses Muster lehrt. Man kann aber sagen, das Muster hat eine sehr breite Variante innerhalb von Toyota. Ein Manager verfolgt das Muster vielleicht so, ein anderer Manager verfolgt das Muster etwas anders, sieht etwas anders aus. Im Großen und Ganzen ist das das Muster. Ja, aber das ist ein Modell, das kommt nicht von Toyota. Da können Sie jetzt mehr drüber lesen in dem Cutter-Buch, wenn Sie möchten. So, wissenschaftliches Denken. Was ist es? Und warum ist es wichtig, das zu lehren? Das kennen Sie vielleicht von letztes Jahr, die da waren. Wie oft ist Ihnen das schon mal passiert? Sie sind fokussiert auf irgendwas, Sie kochen am Herd und Sie sehen was aus, sagt man, aus der Ecke vom Auge? Ja, Sie sehen was aus der Ecke vom Auge und sagen, ah, da ist die Katze. Und Sie drehen sich dahin und es ist nicht die Katze. Es ist eine Jacke, es ist ein Karton. Also man sieht was, dreht sich hin, es ist was anderes, als man denkt. Das ist eine ganz normale Geschichte, passiert jeden Tag, passiert uns allen. Was interessant dabei ist, ist, dass unser Gehirn nicht sagt, da drüben ist irgendwas, ist vielleicht die Katze, ich weiß es nicht, ich brauche mehr Daten, bitte warten, bitte mehr Daten sammeln. Sondern das Hirn sagt sofort, da sitzt die Katze, da sitzt deine Katze. Und was passiert ist, unsere Gefühle sind stärker als Daten und Fakten. Unser Gehirn macht sehr schnell Gefühle von Sicherheit, Gewissheit. Es bekommt nur kleine Stückchen von Informationen, da drüben ist irgendwas, aber schon sagen wir, ja, das ist die Katze. Und als Resultat merken wir nicht, dass es eine Wissensgrenze gibt. Und das Gehirn springt sehr schnell und unbewusst zu uns über diese Wissensgrenze herüber. Automatisch. Extrem schnell, extrem leise passiert. Das klingt jetzt sehr negativ, ja? Aber wir brauchen dieses Cognitive Mechanism, dieses Mechanismus, dieses kognitive Mechanismus brauchen wir, um durch den Tag zu kommen. Es ist sehr schnell. Wir haben wenige Ressourcen im Gehirn und durch dieses schnelle Entscheiden kommen wir gut durch den Tag. Ja? Oh, das Auto kommt in meine Spur rein, ich muss ablenken. Es wäre blöd, wenn das Gehirn sagt, es kann sein, dass das Auto jetzt gerade in deine Spur kommt, aber ich weiß es nicht genau. Warte mal ab, sammle mehr. Ne? Da kommen wir nicht mit durch. Und es ist auf Englisch better safe than sorry. Wie kann man das? Lieber Vorsicht als Nachsicht. Okay, gut, genau sowas. Ja? Also es hat durchaus einen Zweck, einen sehr positiven Zweck. Aber es hat auch Nachteile, das ist jetzt Englisch. Oben, wenn Sie das lesen, was sehen Sie, die Englisch sprechen? Sag mal, was sehen Sie da? Genau, und wenn Sie hier unten gucken, steht ganz was anderes. Ich habe das erstellt, das ist in der Tat, was da drunter steckt. Gucken Sie jetzt wieder mal nach oben. Ich hatte diese zweimal auf separate Folien. Muss man gar nicht machen.
Sie können sie auf die gleiche Folie machen. Wenn Sie jetzt das sehen und gucken Sie nochmal hoch, dann sehen Sie wieder Jumping to Conclusions. Das heißt, wir machen die Schattenseite, die Kehrseite von diesem wertvollen Mechanismus in unserem Gehirn ist, dass wir fehlerhafte Entscheidungen machen. Wir sind uns todsicher und liegen aber doch falsch. Das ist das Problem. Die Gegenmaßnahme ist wissenschaftliches Denken. Ja, das ist jetzt, wie ich sagte, Toyota kämpft gegen diese Gehirnroutinen, die den Erfolg abhalten. Ja. Wissenschaftliches Denken ist eine Art und Weise, wie wir Menschen diese Gehirn, diese Schattenseite von diesen kognitiven Mechanismen entgegenkommen können. Das ist einfach eine absichtliche Koordination zwischen was wir glauben passiert, was tatsächlich passiert und von der Differenz zu lernen und zu justieren. Also wir sagen im Voraus, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, das ist eine Katze. Was passiert denn dann tatsächlich? Hoffentlich machen wir das Experiment im kleinen Umfang, ne? Nicht alles auf einmal. Und wenn es eine Differenz gibt, das ist der Moment, wo wir was lernen können und dadurch können wir justieren. Für die Lean-Leute im Raum, das ist PDCA. Ich finde PDCA mittlerweile so blöd, diesen Begriff. Wir kämpfen, Leute sitzen im Raum und reden stundenlang über, was ist PDCA, was bedeutet das P, was bedeutet das C, was bedeutet das... Hier, es ist ziemlich einfach, ja. Das ist, was passiert. Es ist ein Learning Cycle. Ja? Wir machen wir prognostizieren, was passiert, dann probieren wir es mal aus, dann gibt es Daten und Fakten und dann vergleichen wir die Daten mit was wir prognostiziert haben und dadurch lernen wir. Das ist die wissenschaftliche Methode. Und es ist vielleicht die effektivste Art und Weise, die wir heute haben, herausfordernde Ziele durch Grauzonen zu erreichen. Die Ziele, wo wir nicht wissen, wie wir da hinkommen, das ist vielleicht die effektivste Methode, die wir haben. Und was jetzt gerade in Kalifornien läuft, in der Softwarewelt, die Softwarewelt hat Kata ziemlich stark aufgenommen. Das ist genau, was die liebend gerne machen. Wie können wir heute experimentieren? Wie können wir so schnell wie möglich experimentieren? Ich weiß nicht, ob Sie das über Amazon.com wissen. Die machen also tausende von Experimente jeden Tag. Wenn Sie ein Produkt bei Amazon anklicken und Gerd klickt das gleiche Produkt an, er kriegt ein anderes Bild. Jeden Tag versuchen Sie, mag der Kunde es so oder mag der Kunde es so? Die machen 10.000 Experimente am Tag. Das sind Sekundenexperimente. Ja? Und dann lernen Sie daraus und justieren. Dadurch ist die Webseite, die Webpräsenz von Amazon so stark geworden, durch dieses ständige Experimentieren. Nicht, dass irgendjemand da gesessen hat, gesagt, ich habe eine Idee, wie wir eine tolle Website machen. Command and Control, jetzt mach's mal bitte so. Ja, keiner wusste, wie machen wir das. Lass uns mal versuchen, das kennen Sie vielleicht, aber gehen wir ein bisschen weiter. Hier haben wir eine Zahlenreihe, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bitte auf dem Block mit Ihrem Stift schreiben Sie auf, was ist die nächste Zahl in diese Zahlenreihe. In diese Zahlenreihe, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Für diese Zahlenreihe, die hier angezeigt ist, was ist die nächste Zahl? 20 Minuten brauchen Sie noch. Ja. So, die nächste Zahl ist 2. Ja. Die es schon mal gesehen haben, kennen es. Die nächste Zahl 2, wie viel hatten 2? Ja, keiner, okay. Interessant ist, wir lernen durch einen Prediction Error, mein Team. Ein Voraussagefehler. Fehler ist so ein starkes Wort auf Deutsch, da müssen wir aufpassen. Ja? Aber wir lernen jetzt gerade durch einen Voraussagefehler. Das heißt, was wäre, wenn die Antwort jetzt 14 gewesen wäre? Das hätte nur bestätigt, was wir schon denken. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dann kommt die 14, das ist doch ganz klar. Und wenn ich jetzt die 14 da gezeigt hätte, dann hätten sie gesagt, okay, was ist? Das heißt, hier, beide Seiten gleich. Ne? Nichts Neues, nichts gelernt, nichts geändert, keine Chance zur Verbesserung. Ja? Was ist unsere nächste Prognostizierung über diese Zahlenreihe? Jetzt sehen wir, das ist eine 2, das ist nicht, was wir erwarten. Interessant. Was ist die nächste Prognose? Ja, was kommt als nächstes jetzt? 4, warum? Vielleicht wiederholt sich die Zahlenreihe. Okay, das ist eine interessante Hypothese.
Und die könnten wir dann so schnell wie möglich testen. So kommen wir voran an diese Ziele, die wir nicht wissen, wie wir erreichen, die wir nicht im Voraus wissen, wie wir erreichen. Dafür ist die Kata da, diese Denkweise. Wenn Sie jetzt mal in einem Meeting sitzen und ein Problem oder ein Ziel wird auf den Tisch gelegt, ja, und alle sagen, ja, das machen wir so, das machen wir so, ich habe eine Idee, ja. Wenn Sie die Kata üben, können Sie das nicht mehr hören. Dann sagen Sie, meine Damen und Herren, wir wissen es nicht. Was ist das nächste Experiment? Wo wollen wir hin und was ist das nächste Experiment? Gut, wir sagen, hey, vielleicht wiederholt sich diese Zahlenreihe. Lass uns jetzt noch ein Experiment machen. Wir machen da eine 4 rein und wenn das die 4 ist, dann verstärkt das der Gedanke, dass die Zahlenreihe sich wiederholt. Werden wir jemals komplettes Wissen haben? Niemals. Was ist, wenn nach 100 Wiederholungen die Zahlenreihe sich komplett ändert? Ist möglich, ja? Das heißt, der Wissenschaftler weiß, ich habe nie hundertprozentiges Wissen. Und das ist Toyota, das ist die grüne Tomate. Ja? Ich finde das interessant, weil wir in unsere westliche Welt pflegen, hundertprozentiges Wissen zu haben. Ja? Und wir pflegen, wenn wir eine Prognostizierung machen und sie stimmt nicht, ja, dann gibt es eher Ärger. Ja? Ist interessant. Was wäre eine gute Antwort auf die Frage, was ist die nächste Zahl in dieser Zahlenreihe? Was ist eine gute Antwort? Ich weiß es nicht, ja, es ist gut, das ist gut. Oder lass uns mal probieren, ja. Ich weiß es nicht, lass uns mal probieren. Ich dachte, man könnte bei Toyota einfach sagen, ich weiß es nicht und dann wieder schlafen, ja. Ich, keine Ahnung. Ja? Und so einfach ist es auch nicht. Der Manager erwartet dann, dass Sie Ihr nächstes Experiment erklären. Gut, wir wissen es nicht. Gute Antwort. Wir möchten nicht, dass Sie sagen, dass Sie es wissen, wenn Sie es nicht wissen. Das führt uns in falsche Richtungen. Aber wenn Sie sagen, ich weiß es nicht, dann müssen Sie jetzt mir sofort sagen, wie experimentieren Sie? Wie wollen wir mehr Informationen bekommen? Und wie können wir das so schnell wie möglich und so kostengünstig und so sicher, also nicht gefährlich wie möglich machen? Das heißt, die Verbesserungskata ist interessant. Oder wissenschaftliches Denken, die Verbesserungskata, nimmt die Ungewissheit nicht weg. Sorry, die Ungewissheit wird bleiben. Diese dunkle Zone vor uns, die wird bleiben. Was es bewirkt, ist, es macht uns bequemer mit der Ungewissheit. Die Ungewissheit bleibt, aber wir gehen besser damit um. Wir lernen, wie man mit Ungewissheit umgeht und dadurch stört uns die Ungewissheit nicht mehr so sehr. Das ist eigentlich, was bewirkt wird. Das heißt, wissenschaftliches Denken ist nicht schwierig, es ist aber nicht natürlich. Es ist nicht natürlich für uns. Das heißt, es ist nicht angeboren, es wird gelernt. Wie lernen wir? Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Ja? Wie lernen wir neue Denkweisen? Lass uns mal kurz Arme falten. Kennen Sie? Ja? Und jetzt wissen Sie, falten Sie mal die Arme in die andere Richtung. Okay, genau. Und wie fühlt es sich an, das zweite Mal gegenüber das erste Mal? Was sind so ein paar Worte? Sag einfach. Komisch, ja? Ungewohnt, ja? Nochmal lauter? Bitte? Falsch, ja, gut, sehr gut. Also komisch, ungewohnt, falsch, hier sind Antworten von anderen. Das ist übrigens genau die Reaktion auf Änderungen in der Organisation. Ja, nein, das kann doch nicht richtig sein, das fühlt sich so an. Was passiert hier? Wie Sie vielleicht wissen, das sind die neurologischen Bahnen im Hirn, die wir schon oft geübt haben. Da fließt die Information sehr schnell, reibungslos, das sind unsere Gewohnheiten. Ja, das ist die Arme falten das erste Mal. Dann gibt es neurologische Bahnen, die wir eigentlich wenig oder noch nie benutzt haben oder kaum. Das ist das Arme falten in die andere Richtung. Die sind sehr langsam. Das Signal hat einen sehr schwierigen Weg, da durchzukommen. Ja, es ist sehr langsam. Wir müssen fokussieren. Und das macht das Gehirn absichtlich, denn das Gehirn braucht 20% oder mehr der Energie. Das ist 20% von der Energie, die wir haben, wird vom Gehirn benutzt, das kleine Gehirn. Ja, muss immer Energie sparen, bevorzieht immer diese neurologische Bahn. Ja, ganz klar. So, das heißt, wenn wir einfach erklären, wie man irgendwas anders macht, das wird nicht funktionieren.
Change Management kann so nicht funktionieren. Und das ist die Lean-Welt der letzten 20 Jahre. Wir denken, Toyota System ist so cool, wenn wir das nur noch mal richtig erklären. Ich möchte noch eine Rede über Toyota halten. Ja? Dann wird das einleuchten und die Leute machen das. Ja? Forget it. Niemals. Passiert nicht. Sie können diesen Krieg nicht gewinnen. Sie können gegen diese Synapsen, gegen diese neurologisch eingefahrene Autobahn, neurologische Bahnen, kommen Sie nicht gegen an. Das können Sie nicht gewinnen. Wenn Sie sagen, machen Sie es doch anders. Ich war auf einem Seminar, da gibt es Kata, machen Sie es anders. Sie können nicht gewinnen. Diese Bahnen, das heißt, der Lerner wird fast immer die herkömmliche Denk- und Handlungsweise benutzen oder wieder zurückgehen. Wie viele kennen das von Lean? Ja, wir hatten mal das ein bisschen anders, jetzt sind wir wieder dort, wo wir waren. Ja? Das ist nicht, weil wir schlecht sind, es ist, weil das Gehirn Energie spart und diese Bahnen bevorzieht. Was kann man tun? Der Weg nach vorne ist nicht, gegen die existierende neurologische Bahn zu kämpfen, sondern neue Bahnen aufzubauen. Das heißt, man übt eine neue Denk- und Handlungsweise und nach ersetzen diese Bahnen die alte Bahnen. Und das kann funktionieren. Und da wir als Menschen nicht wissenschaftlich denken, das ist eine Fähigkeit, die nicht angeboren ist, wir sagen sehr schnell, da ist eine Katze. Aus guten Gründen, ja, muss man wissenschaftliches Denken üben, damit es diese existierende Bahnen entgegenkommt. Jetzt kommt ein interessanter Punkt, dann können wir gleich aufhören. Dieses Gefühl, was war es? Komisch, ungewohnt und falsch, ja? Jetzt kommt. Das ist genau das Gefühl, das Sie haben wollen. Es ist nicht negativ. Wir sagten bis jetzt immer, ja, das ist ein Problem fürs Change Management, das Gehirn will nicht so richtig. Ja? Und dann haben wir durch diese negative Gefühle, ja, das ist ein Hindernis fürs Change Management. Ich sehe es mittlerweile falsch. Wenn irgendjemand sagt, oh, das ist komisch, das ist falsch, ne? dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und wenn Sie üben und Kata machen, irgendwann merken Sie, Mann, das ist unangenehm, klasse. Ich lerne was Neues. Das Lernen ist mit diesem Gefühl verbunden. Und wenn Sie das Gefühl nicht haben, jetzt machen wir... Also dafür haben wir diese Übungsroutinen, kleine Übungsroutinen in der Kata drin. Ja? Hier ist es nichts anderes wie beim Tanzen oder Gitarre spielen, nichts Neues. Ja? Hier zum Beispiel ein Coaching-Zyklus, ja? Coach und Manager, Coach und Learner. Und hier sind Starter-Kata, diese kleinen Übungsroutinen, nur für den Anfang. Ja? So, sie übt hier mit dem Experimenting Record. Ja, das ist eine Routine, die man übt, um wissenschaftlicher zu handeln, um Experimente zu planen, zu reflektieren. Und das ist, was sie fühlt am Anfang. Ja? Jetzt sind Sie Manager und jetzt sagt die, ach nee, das ist komisch, das ist ungewohnt, das ist falsch. Jetzt müssen Sie sagen als Manager, ah, jetzt sind wir auf dem Weg. Ja? Machen Sie noch mal ein bisschen. Ja? Nochmal, machen Sie noch mal. Jetzt soll die nicht auf ewig diese blöde kleine Routine üben. Die Routine ist nur der erste, wenn eine Rakete hochgeht, wie heißt dieser erste Teil, der dann abfällt? Booster Rocket, ja? Ist nur eine Booster Rocket. Und wenn das gedient hat, dann fällt das weg. Ja? Aber was zurückbleibt, ist die Denk- und Handlungsweise. Hier, diese 5 Fragen. Haben Sie die Karte? Ist bei euch ein Päckchen drin, ja? Ich kann Ihnen vergewissern, der Manager wird da stehen. Soll ich wirklich die Karte lesen? Und dann sagt der Manager was anderes, als was auf der Karte steht. Dann müssen Sie sagen, nee, lesen Sie einfach mal. Das ist doch dämlich, das ist doch blöd. Ja? Am Anfang einfach üben. Nein, das ist falsch, ungewöhnt. Ja? Aber mein lieber Manager, mein lieber Coach, genau so soll es sein. Später können Sie Ihre eigenen Fragen stellen. Das heißt, hier sehen Sie die 5 Fragen. Ja? Das ist diese Starterkarte. Und im Laufe der Zeit kann diese Person ihre eigenen Fragen oder Zusatzfragen entwickeln. Ja? Das ist der Zweck einer Kata. Es ist der Start und dann kann man darauf aufbauen, wenn man die Fähigkeit sich ein bisschen aneignet. Das kann man in einer gesamten Organisation machen. Das werden wir in einem Buch bringen. Und ich will nur sagen, Lean, das Lean-Thema ändert sich gerade. Gott sei Dank.
Im letzten Jahrhundert war Lean periodische Verbesserung. Ja, ab und zu machen wir wieder Verbesserung. Heute ist die Verbesserung eigentlich täglich. Wir üben täglich. Im 20. Jahrhundert wurde Lean von einer Stabsabteilung geführt, der Lean-Stab. Bei Toyota ist der Lean-Stab sehr klein. Das ist mehr so eine Dienstleistungsgruppe, die die Manager unterstützt. Heute sind es die Manager, die Lean führen, die Kata führen, die Verbesserung führen. Wenn man jeden Tag 20 Minuten üben soll, 20 Minuten am Tag reicht, ja, aber dann bitte jeden Tag. 20 Minuten pro Tag ist besser als 2 Stunden einmal die Woche. Wenn das jeden Tag mit jedem passieren soll, dieses Üben für die Denkweise, für die großen Ziele, die wir erreichen wollen, dann kann es nur der Manager sein. Der Lean-Stab kann nicht alle Leute jeden Tag coachen. Unmöglich. Ja. Und im 20. Jahrhundert war Lean Verschwendung eliminieren. Und ich glaube, Lean dreht sich so langsam in Richtung, was sind unsere strategischen Ziele? Was wollen wir als Unternehmen erreichen? Das kann auch Effizienz sein, natürlich, aber nicht nur und nicht automatisch Effizienz. Ja? Was sind unsere strategischen Ziele? Und ich befähige ja gerade meine Mitarbeiter, damit wir diese strategischen Ziele auch erreichen können. Und dadurch sind wir anders als unsere Mitbewerber, andere Firmen, ja? Und dadurch haben wir den Erfolg. Und das machen wir, indem wir wissenschaftliches Denken beibringen und dadurch die Barrikaden gegen unseren Erfolg abbauen. Ich will nur noch sagen, nur Toyota wird Toyota sein. Ja? Seien Sie doch bitte die Organisation, die Sie sein wollen. Und streben Sie doch an, Kunden zu bedienen, so wie Sie die Kunden bedienen möchten. Und zwar in Arten und Weisen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Toyota ist interessant. Wir sollten natürlich immer mal nach Toyota schauen. Okay, interessante Firma, aber was wollen Sie sein? Und was wir an der Kata so toll finden, ist, dass es eine Routine, eine Übungsroutine, eine Art und Weise, vielleicht eine Art und Weise der Führung, durch dem Sie das tun können. Sie können die Organisation sein, die Sie sein wollen. Und Sie können Kunden so bedienen, wie Sie sie bedienen wollen oder wie Sie glauben, sie bedient werden sollten. Das ist eigentlich, darum geht es eigentlich. Dann alles Gute für Ihre Übung. For your practice. Yeah.